Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. Mit dem Trivolo. So, moin moin und willkommen zurück hier, selbe Stelle, neue Welle. Trivolos Let's Play bei Dosh zu Gast. Und dem Night Thunder. Juhu! So, wir haben die Brotmutter gefunden. Hör auf, mit den Augen zu rollen, ich habe das genau gehört. Die Brotmutter? Nee, ich mein Dosh, weil wegen meiner Ansage eben. Ich habe genau gehört, wie er mit den Augen gerollt hat. Was denn? Ja, ich kann das. Was denn? So. Tarantula, die Riesenspinne, wo bist du? Warum machen wir uns das jetzt so kompliziert? Warum hauen wir da nicht einfach ein Loch rein? Können wir machen. Nicht auch dafür. Loch ist gehauen. Ja, nur wieder. Was ist denn hier los? Youngens, Alter. Ja, ich sehe es. Alter. Wer ist denn hier jetzt? Wo ist denn die? Die Olle? Oh. Aua, aua! Ja. Auf mich zu hauen hier. Ich hab keine Ahnung, wo die ist. Wahrscheinlich noch ein Stockwerk höher. Ja. Oder tiefer. Nur eine Bitte. Hier gibt's unter den Spawnern gibt es Truhen. Die bitte looten. Ich seh hier eine Truhe. Mit einem Spawner drauf. Ja. Spawner kaputt machen und Truhe. Ja, mach du die Truhe. Ah, Junge, Alter. Respawn. Boah. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Du hast doch noch den, Ja? Ansonsten schieß einfach mit dem Crossbow drauf. Der Crossbow macht noch genug Schaden. Was willst du aus den Truhen haben? Die Rüstungsteile. Was ist denn das? Webslinger? Dieser... White Stone hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht, kann das sein? Bist du gestorben, oder? Nein, ganz knapp. Oder beschützt er mich nur vor Sterben? Wenn du sterben solltest, wirst du einmal komplett wiederbelebt. Okay. Und hast dann für ein paar Sekunden Regeneration und noch so ein paar Buffs. Okay. Dann sind wir da oben schießen. Ja, ich würde sagen, hab ihn nach oben. Aber ich mach hier nichts kaputt. Das ist auf jeden Fall gefährlich, wenn man mit mehreren dahin geht, weil ich hab Flo, glaube ich, dreimal gehauen. Mhm. Ja, passiert. Boah, Junge, Alter. Gärbchen noch. Seh das noch kommen. Ja. Kann ich aber sagen, ich hab's kommen sehen. Hab's ja doch gleich gesagt, ne? Noch höher? Ja. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Nix drin. Nix. Ey, wir wollen die Brutmutter noch wenigstens mal sehen. Da ist sie. Brutmutter, das ist alles. Alter, ich krieg hier erstmal Nausea. Ich hab keine Ahnung, ob ich einen von euch treffe. Ich guck mir das lieber an. Auch irgendwie beim Sterben gerade zu Tode gekommen, ne? Boah. War denn jetzt das? Das ist war explodiert. Ja. Danke. So. Was ist das? Tarantula-Eck. Ich fasse es nicht an. Meins. Deins. Meins? Ja. Meins ist ein Drecksloch. Meins auch. Hier ist noch ein legendäres Lootback. Ja, schön. Kannst du wegwerfen. Hab ich schon. Gut. Ja, so, nächster Boss, geschafft. Das heißt, die ganzen Mobs sind nochmal stärker geworden. Okay. Yay. Also müssen wir jetzt zu dem Umba-Golem? Genau. Nehmen wir da nochmal Waypoints und dann Teleport. Bin da. Könnt euch teleporten. Gut. Snash, TP. Knife, Hunter, so. Revolo. Und. So. Revolo. So. Jetzt ist der lustige Teil. Der lustige Teil, okay. Das war auch gleich der lustige. Okay. Ja. Ist es sogar schon hier? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe die Anzeige bekommen. Also. War ich hier bei dem Umba-Koppel rein oder was? Nee, das war nur ein Spawner. Okay. Also, irgendwo hier werden wir jetzt uns runtergraben müssen. Ja. Dafür mache ich mal wieder hier Trick 52 mit dem Death 0. Ach, die Geschichte. Ja. Ich hasse das Death 0. Das ist auch ein bisschen okay. Oh. Und dann machen wir einfach mit Fanminern und eine kleine Ausgrabung. Situation. Spielen Archäologe. Ja, dein Death 0 hat gar nicht so recht funktioniert, ne? Vielleicht soll ich auch den Magneten anmachen. Ja, das wäre gar nicht so ungeil. Und wir sind Frames gerade ein bisschen gedroppt, so von 70 auf 50 oder so. Ihr macht das schon, Jungs. Ja. Wir müssen nämlich jetzt hier so einen Palast ausgraben. Palast.
Ja, man kann halt so ein Palast, so ein Tempel, sowas. Ich hab irgendwie so eine. Ich hab nur deine Smashing-Spitzhacke und ich glaube, die taugt da eher nicht so, oder? Ja, ich mach das hier schon. Bin ganz unten. Gut gemacht. Wie erstmal ein Bedrock ist, Alter. Oh, Junge. Hab es. Hab es, höre ich hier. Hab ich zu dir. Hier nicht. Ja. Ah, das ist irgendwie wie diese geheime Elfentechnologie. Ja, so ungefähr. So, lustig ist. Da gab's doch mal so ein Ding. Grab dich mal da rein, Nighty. Okay. Gut, dass ich diesmal nicht mit Brain Miner gemacht habe, oder? Jeder Block, den wir hier abbauen, wird automatisch zu Lava. Ist klar. Brain Miner. Er sagt noch so und ich mach's trotzdem. Warum mache ich sowas immer? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aua! Ja. Na, heute schon schwimmen gegangen? Oh. Wer ist das denn? Wer ist das? Alter! Der Umbergole. Schön aussehen. Dann mach mal lieber die Lava da kaputt. Die Lava muss auf jeden Fall weg. Habt ihr jetzt hier echt mit Fanminer gearbeitet? Ich nicht. Nighty. Du. Wohin genau? Der muss nur aus der Lava raus. Der Rest ist scheißegal. Gut, haben wir. Kaputt? Ja. So, das war jetzt der erste. Das Item, was wir brauchen, haben wir bekommen. So. Gott sei Dank. Eins von vier. Das heißt, wir müssen jetzt noch vier Umbra-Golems fangen. Ja, am besten kommt dann mal hier rein. Alter, die Geräuschkulisse hier geht mir gerade hart auf den Sack. Ist schön, ey, ne? Ich will nicht irgendwo hin, wo Lava ist. Kommt mal hier rein, sagt er noch. Also überall Lava. Ich werd sterben. Hör doch mal auf. Das weißt du doch ganz genau. Ich hab das doch nicht so mit der Lava, Mensch. Vor allem nicht, wenn die so schnell fließt. Hier ist ein Weg. Uah, da ist ein allsehendes Auge. Ein allsehendes vor allem. Ach, jetzt bist du schon drin. Ich hab direkt einen Eingang gemacht. Nee, ich bin jetzt hier. So, und zwar müssen wir jetzt in die vier Ecken hiervon rein. Und überall ist so ein Golem. Ah, alle vier Ecken. Ja. Mein Hut, der hat drei Ecken. Und ist aus Aluminium. Hi. Was war der Scheiße, oder? Ja, so. Ah, hier, Pyramide. Ja. Was ist denn hier los? Chemtrails. Vein Miner. Kann ich gar nicht. Nee, Alter. Ja, Vein Miner. Temple Brick Unbreaking. Da kannst du auf jeden Fall den Vein Miner verwenden. Ja, natürlich. Du kannst es, ne? Ich weiß. So, und hier auf der Spitze sind nämlich jetzt vier Schlüsselsteine. Und da brauchen wir die vier Schlüssel für. Der Schlüsselmeister oder der Torwächter? So ungefähr. So, und was haben wir gerade bekommen? So ein Schlüssel. Einen haben wir eingesetzt. Drei brauchen wir noch. Okay. Ist okay. Vollkommen legitim. Was sind das hier für eine schwarze Flüssigkeit? Das ist bestimmt Sludge oder irgendwie. Öl. 710er oder? Keine Ahnung. Was, Lutke? So, und noch etwas. Wir finden hier immer unterwegs so Magma-Crawler heißen die. Die besiegen, wir brauchen später noch die 8 Augen davon. Eins habe ich schon. 8? Oh mein Gott, wieso 8? Das scheint eine. Ich kann diese Quelle nicht versiegen lassen. Sieht denn hier jetzt noch Öl aus? Ich habe den nächsten Golem gefunden. Schön. Angeber. Aua! Klaus ist nicht da! Der zieht gerade um. Boah, dann ist das Öl auch noch auf Dance gestellt, Alter. Ja, Sigi. Alles andere wäre doch langweilig. Was sagt er noch? Ja, Sigi. Wer ist Sigi? Guter Freund von mir. Ah. Sigi Satan, oder was? Ja, das auch. Aua, du Käferviech hier. Hau ab, Mann. Boah, der Nächste. Was ist denn hier? Was ist denn mit euch hier, Käfer? Noch einer oder was? Oder hab ich jetzt hier? Ja, natürlich, da noch zwei! Oh, hör mal! Wie viele Augen habt ihr? Keine Ahnung. Zwei. Ich hab auch zwei. Ich hab gerade mal in den Spiegel geguckt. Hast du dann nicht vier? Jetzt verstehe ich das! Wir sind ja überall Spawner! Ja. Kannst mal sehen, wie dumm ich bin. Ja. Ich kenn das Spiel nicht mehr. So lange kein Minecraft mehr gespielt.
warum auch immer da jetzt dann Sand rauskommt. Ich habe eine Kiste gefunden. Ich habe einen Golem gefunden. Ja, du hast den gefunden, bei dem ich in der Nähe bin. Hier ist drin Anti-Venom-Bucket. Brauchst du das? Nö. Iron Sword. Paper? Nö. Jade-Leggings. Das schon eher. Exoskeleton-Plate. Ja, auch. Ich hab grad ein Déjà-vu, Flo, du auch? Exoskeleton? Ja, nee, ist klar. dann habe ich hier noch Jade. Nimm mit. Ein Webslinger. Den nehme ich aus Prinzip einfach mit. Was nimm. Das auch immer ist. Jetzt noch eine Kiste. Okay, nächste Kiste. Eine Iron Pickaxe mit Mining Level 10, Effizienz 2. Ja, das ist schön für dich. Gut. Dann 7 Bücher. Wie viele Augen brauchst du von diesem Magma Crawler Eis? Also, ich habe jetzt 6 im Inventar. Wir brauchen eigentlich nur noch 2. Ja, ich hab 4. Das ist gut. Wer, warum? Hä? Alter. Wer oder was haut mich? Irgendwas Unsichtbares. Ich mag das nicht, wenn die Mobs unsichtbar sind. Das Schöne ist ja auch, dadurch, dass wir die ganze Zeit Mobs besiegen, die Bosse besiegen, werden die Mobs alle stärker. Ja, und vor allem unsichtbar. Ich gehe da nicht weiter. Mein Problem ist, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Mhm, das kenne ich. So, wir dürfen jetzt eigentlich bald alle Golems besiegt haben. Block of Bones. Will den irgendwie aus Hypovolemia gleich rechts klicken. Ich muss sagen, ich habe Hypovolemia kein einziges Mal angezockt, ne? Ich weiß nicht, mich hat das nicht so wirklich angefickt. Also anfangs ging es noch, aber dann mit der Zeit ist das Spiel mir nur noch auf den Nerven gegangen, weil Hypovolemia ist halt ein Pack. Du musst dir sehr, sehr, sehr viel Zeit mitnehmen. Das ist halt anfangs für die Let's Plays ist es ganz gut, aber dann kommst du irgendwann an so einen Breakpoint, wo du im Prinzip selbstständiger Let's Player sein musst. Alter, schon wieder. Wir sind überall unsichtbare Mobs. Kämpf gegen Windmühlen. Alles klar. Ja, gefühlt zumindest. Alter, das ist so krass, dass man Schwert schon nicht mehr die Monster one-hittet. Internities sehe ich jetzt gerade hier so zwischendurch 29, 39. Ja, das ist schon mal hier. Wir haben hier auf jeden Fall ziemlich viele Mobs getriggert. Brauchen wir jetzt noch einen? Also, wie sieht's jetzt hier so aus? Einen Golem brauchen wir auf jeden Fall noch. Der Stand der Dinge. Oh, ich bin nur fast tot. Hast du gut gemacht. Ja, aber nur fast. Ich sehe hier einen. Bei mir habe ich einen auf der Map. Und hier sehe ich Glowing Gem, Anti-Venom Bucket und Enchanted Book Fire Protection. Ja, den Item, den du hier siehst, den sehe ich auch noch. Wir sind noch dahin, kommen wir auf die Fresse hauen. Ja, mit den unsichtbaren Mobs ist das irgendwie gar nicht lustig hier, weil ich kriege hier ewig Schaden und ich weiß nicht von was. Das konnte man irgendwie fixen, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, ich bin gerade bei dir. Ich habe jetzt auch unsichtbare Mobs. Also sind die jetzt ernsthaft unsichtbar oder was? Also ich habe auch gerade... Nee, warte mal, weißt du, was ich das glaube ist? Kann sein, ja. Dass das über... hier auf dem Boden sind so Ventile. Da kommen wir gerne mal Feuer raus. Ventile. Ja, so. Nein, oder Vents. Ja, ich sehe es. Aber nein, ich höre ja auch Gekrabbel und sowas alles. Wir sind in der scheiß Käferdimension. Natürlich hörst du hier Gekrabbel. Umberto, wo bist du? Ja. Sagen, Alter, stipp mal hier. Ey, wo ist dieser letzte scheiß Golem? Du bist kein Golem. Nicht. Hier ist Lava. Ja, siehste, alter Trick. Ich hab immer noch. Ich hab ihn. Schön. Ich hab nicht einen davon kaputt gehauen. Hab ich wieder gut gemacht. Alter! Was denn? Wer hat hier gerade mit Fanminer gearbeitet? Ich nicht. Negativ. Alter, was ist denn mit den Käfern los? Was ist denn mit dir?
Alter. Ist der zügig unterwegs? Kaputt oder was? Ich darf gerade schön durch Lava schwimmen. Ja, mach das doch. Ja, ich glaube, das dürfen wir alle. Grabt euch einfach nach oben. Ich hab's hier nur mit den Käfern irgendwie. Weil die Jungs, die sind hier gerade richtig auf Zack. Das Problem ist gar nicht mal deren Stärke, sondern deren Geschwindigkeit. Ja, das stimmt. Die sind hier gerade irgendwie on Ecstasy oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Boy, ich bin raus. Ich bin noch ein bisschen. War gerade sehr interessant. Was denn? Ich werf mal gerade so ein bisschen Zeug hier weg. Also ich bin hier bei dem, Tylüt. Ja. Da kommen zwei Gestalten auf mich. Ich bin schlau. Ich muss drauf schießen, da kommen zwei auf mich zu. Oh mein Gott, werden sie mir. Sie sind mir bösartig gesonnen. Die brennen. Night. Wie viele von. Beziehungsweise wie viele macht mal Augen habt ihr? Macht mal Call Eyes. 21. Ja gut, cool. Das ist gut. Weil ich habe gerade meine aus Versehen gelöscht. Hast du gut gemacht, Kevin. Ich weiß, danke. Aber ich habe genug gesammelt. So, das sind die Tür. Aua, Alter, Mann. Warum habt ihr mich schon wieder angezündet? So. Wir sind immer noch. Jetzt geht es weiter. Hier sind 8 Jade drin. Genau. Setz mal ein. Warum ich nicht? Ja, mach doch. Shift rechtsklick. Ja, ich muss sie erstmal auswählen. So, und erstmal 5 Meter weg und auf die Kiste stellen. So, und jetzt in den Kreis hier stellen. Sagt er so. So, jetzt brauchen wir hier Exoskeleton Plates. Ja, da kann ich mit dienen. Hab ich auch. Ja, hab ich auch noch 4. Weiter geht's. Wenn ich nichts machen brauche, dann ist ja auch gut. Das rote da. Ich will's gar nicht wissen. Jade? Nee, ich. Jade? Nee, mach mal Cream. Alles klar, hab ich. Ja. Doch, überleg noch so, scheiße, wie machen wir das jetzt? Und, ja, okay. Flo sagt so, hier, ne? Bin wie immer vorbereitet. Augen, hab ich. Wieso ist er eigentlich unsichtbar? Weil er es kann. Strings hab ich dann. Die hab ich vorhin extra weggepackt. Doch, ich hab Strings. Ja, ich hab die vorhin extra aus dem Inventar geschmissen. String, hab ich. So. Ist was kaputt gegangen? Ja, das ist jetzt der Final Boss. Antilon Overlord. Mhm. Alle in den blauen Kreis. 1, 2, 3. Boah. Der ist gegen meine Crossbow. Ja, da müssen wir im Nahkampf ran. Okay. Läuft bei dem. Der macht nur dezent Schaden, ne? Wer ist hier Tank? Du? Ich gerade. Alter. Was ist denn jetzt? Was ist denn mit dir nicht richtig? Kaputt. Haben wir. West complete. Na klar, es geht in Flammen auf. Nee, es gräbt sich ein. Ankerei oder was? Boah, Erfahrungsbubble. Und ein Ei. Jo. Hast du nachgeguckt, war es hart gekocht oder weich gekocht? Weiß nicht. Genau, einfach gar nicht gekocht. So. Das war im Grunde genommen der Erebus. Kennst du den hier? Welchen? Nee, kenne ich nicht. Was ist das da jetzt eigentlich? Ja, über das Rote kommst du zurück. Genau. Bist du... Weiß ich nicht, wo bist. Hier. Und jetzt dürfen wir uns wieder hochbuddeln, oder wie? Ja, jetzt können wir wieder raus. Das ist ein Dungeon. Schön für ein Dungeon. Das ist eine Kiste. Schön für die Kiste. Das sind zwei Kisten. Willst du nicht gucken, was drin ist? Ja, okay, dann guck ich rein. Ja, mach das mal. Mach ich auch. Ja, sehr schön. Kann das sein, dass wir unter einem Berg sind? Kann gut sein. Flo, mach mal vertikal. Horizontal. Weißt du was, wir machen das jetzt ganz einfach. Ich hab versucht. Warte jetzt mal. Ich will hier raus! Ich bin am Portal. Ich will raus hier. So. Lass mich raus. Ah ja, du Hirni, Alter, grab doch noch tiefer. Mach mal so. Raus hier, weg hier. Ich will hier nicht sein. Ich gehöre hier nicht hin. Umberto? Um was?
Seid ihr noch zusammen? Nein. Nein. Wir waren noch nie zusammen. Wir haben uns vor 2 Jahren getrennt. Das ist so eklig. Scheidung ist durch. So. Oh Mann, ey. Ich kann nicht mehr. So. Ich hau dir hier wieder die Diamond Chest voll mit sämtlichem Zeug. Übrigens, ja. Ich hab diesen White Stone hab ich gar nicht gebraucht. Ja, ich hab einfach vorsichtshalber mitgenommen. Ich weiß nicht, wo meine ist. Ich hab meinen verloren. Wohin genau? Wohin genau? Man weiß es nicht. So. Auf jeden Fall. Erebos geschafft. Soul Crystal habe ich. Brauche nur noch 2 später. Ganz später. Ja, das ist ja in Ordnung. Ich habe noch Augen. Ja, rotz einfach alles hier in die Truhe rein. Ich werde das aufräumen. Oder wegwerfen, weiß ich noch nicht. Ich habe einen Glowing Gem. Ist schön für dich. Ja, schon wieder wegrennt. Wer? Ja, Dominik hier. Guck mal, wie er wieder läuft. Ja. Er ist so schnell, dass es aussieht, als wenn er steht. So sieht das aus. Weißt du, was ich überlegen bin? Habt ihr noch Zeit für eine Folge? Jo. Jo. Also, ne? Morgen oder übermorgen gibt es noch eine Folge bei mir. Gut. Und bei Dosch natürlich auch. Gut. Ja, das Schwert. Ich würde sagen, wir lassen Nighty heute mal die Abmoderation machen. Alles klar, Abmoderation habe ich verstanden. wird ausgeführt in wenn Taschen leer. Dim, 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 und sonst so? Alter. Ja, Taschen sind nun leer. Ja, oh Gott, ey, sortier doch da nicht groß rum. Hau das doch einfach irgendwo rein, ey. Mach ich nicht, aber ich hab meinen Knappsack und die ganze Kacke gemacht. Ich hab ein bisschen mehr Taschen. Boah, Taschen leer. Gut, dann hau rein, Opa. Also, tschüss. Gut, tschüss. Tschüss. Ha ha ha.